In diesem Video zeigen wir Ihnen die Arbeitsweise des FOX 220 und FOX 320. Darüber hinaus beschreiben wir ausführlich, welche Informationen Sie den LEDs entnehmen können. Da der Unterschied zwischen FOX 220 und 320 nur darin besteht, dass der FOX 320 zwei getrennte Batteriesysteme laden kann, Wohnbereich und Starterbatterie zum Beispiel, haben wir nur ein Video erstellt. Die LEDs für die Batterie 1 und 2 sowie für den Tiefentladeschutz sind dreifarbig und können Rot, Gelb und Grün darstellen. Die LED für die Ladung der Module ist gelb und wirkt daher in diesem Video anders als die anderen drei LEDs. Die linken beiden LEDs zeigen den Ladezustand der Batterie 1 und Batterie 2 an. Die dritte LED von links leuchtet gelb auf, sobald ein Ladestrom von den Modulen in die Batterie fließt und fängt an zu blinken, wenn der Regler den Ladestrom herunterregelt, weil die Batterie sonst überladen würde. Die vierte LED von links zeigt den Status des Tiefentladeschutzes oder der Nachtlichtfunktion an. Die am Ausgang Out angeschlossenen Verbraucher werden immer nur von der Batterie 1 mit Strom versorgt. Batterie 2 kann mit dem FOX 220, 320 nur geladen werden. Nun zu der Funktionsweise des Reglers. Zu Beginn ist der Regler noch nicht an einer Batterie angeklemmt und Verbraucher sind ausgeschaltet. Das Solarmodul ist abgedeckt. Klemmen wir nun Batterie 1 an, beginnt der Regler zu booten und führt einen Selbsttest aus. Beide LEDs für Batterie 1 und 2 blinken schnell in Grün, kurz danach mal länger, dann leuchten beide LEDs mal kurz in Gelb. Wenn die LED von Batterie 1 dauerhaft leuchtet, ist der Bootvorgang des Reglers beendet. Batterie 1 ist angeklemmt und gut geladen, das heißt, die LED leuchtet grün auf. Nun klemmen wir auch Batterie 2 an. Die LED von Batterie 2 leuchtet grün auf, auch diese Batterie ist gut geladen. Das ganz kurze Flackern der linken LED bedeutet, dass momentan Batterie 1 geladen wird. Produziert nun das Solarmodul Strom, leuchtet die gelbe LED konstant auf, der Regler lässt den vollen Ladestrom des Moduls in die Batterie. Steigt der Ladezustand der Batterie, wird der Ladestrom vom Regler begrenzt und die LED beginnt an zu blinken. Wird nun die Batterie 1 durch einen Entladestrom belastet und somit entladen, wird wieder konstant geladen. Die LED von Batterie 1 ist nun gelb und zeigt an, dass die Batterie noch gut, aber nicht mehr ganz voll geladen ist. Wird die Batterie weiter entladen, schaltet die LED von Batterie 1 auf Rot, gleich stark entladen. Wird noch weiter Strom entnommen, fängt die LED an zu blinken, es droht eine Tiefentladung. Nach 60 Sekunden wird die Stromversorgung der Verbraucher an der Klemme Out abgeschaltet. Eine Tiefentladung der Batterie wird somit vermieden. Werden die Verbraucher durch den Tiefentladeschutz abgeschaltet, erholt sich die Batterie 1 recht schnell wieder, die LED leuchtet wieder gelb. Die rot blinkende LED des Tiefentladeschutzes zeigt an, dass die Verbraucher ausgeschaltet wurden. Wird Batterie 1 wieder geladen, steigt der Ladezustand an und 60 Sekunden später schaltet der Tiefentladeschutz den Strom der Verbraucher automatisch wieder ein. Jetzt ist die rote LED des Tiefentladeschutzes erloschen.